Vielen Dank, Frau Kollegin Klaus. Das Wort hat der Abg. Günter Rudolph, Fraktionsvorsitzender der SPD. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Tat, der 24. Februar dieses Jahres hat vieles verändert. Wir haben Krieg mitten in Europa. Und das ist eine große Herausforderung für diejenigen, die Verantwortung tragen, weil eben der Vertreter der Rechtsaußenpartei gesagt hat, bereit zur Verantwortung. Die demokratischen Fraktionen sind bereit zur Verantwortung. Wir sind bereit zum demokratischen Diskurs. Und da ist es natürlich auch zulässig, dass man unterschiedliche Positionen vertritt. Das ist völlig in Ordnung. Habe ich keinen Dissens, Frau Kollegin Klaus. Und dann entscheiden wir das ganz demokratisch. Aber was die demokratischen Fraktionen von einer anderen Fraktion, zumindest in diesem Haus, sehr deutlich unterscheidet, dass wir Verantwortung haben, dass die Menschen sich auf die Politik verlassen können. Nicht jede Entscheidung in der Politik muss man akzeptieren. Und es passieren sogar Fehler. Aber wenn man bereit ist, Fehler auch zu korrigieren, zeigt es, dass man einsichtig ist. Und der Satz von Helmut Schmidt von vor vielen Jahren ist mehr denn je berechtigt. In der Krise zeigt sich der Charakter. Wer meint, mit billigem Populismus, um Wählerstimmen zu poolen, der hat nicht verstanden, um was es geht. Krieg in Europa. Menschen haben andere Sorgen und manche poolen um jede einzelne Wählerstimme, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, die Menschen haben Zukunftsängste. Was heißt das für uns? Nicht nur wirtschaftliche Sorgen, Inflation. Ist mein Arbeitsplatz noch sicher, wenn Produktionsketten unterbrochen werden im nächsten Jahr? Und wenn wir doch mal ehrlich sind, was sind denn die sehr konkreten Auswirkungen für uns hier in Deutschland oder in Mitteleuropa im Verhältnis zu den Menschen in der Ukraine? Wenn wir ganz ehrlich sind, war es doch eher übersichtlich bisher. Und ja, das ist nicht der Maßstab. Ich will aber darauf hinweisen, dass der Eindruck nicht entsteht, den Sie ja bewusst und auch manchmal die Linken. Manchmal die Linken erwecken, als sei die Politik nicht handlungsfähig. Kollege Wagner hat es gesagt. Wir haben drei Entlastungspakete auf der Bundesebene mit rund 100 Milliarden € auf den Weg gebracht. Und ich finde, gerade das dritte Entlastungspaket hat aus Sicht der SPD deutlich gemacht, dass sie passgenauer sind. Wir müssen diejenigen Menschen unterstützen, die Hilfe dringend brauchen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die dringend Hilfe brauchen. Ja, und da gibt es eine Strompreisbremse für die Basisversorgung. Und Frau Kollegin Klaus, wir werden auch über das Thema Gas reden müssen in Berlin, weil das natürlich im Moment ein wichtiges Thema ist. Es geht um die Abschöpfung von Zufallsgewinnen, damit nicht Konzerne verdienen können. Wir haben das Bürgergeld, wollen wir einführen zum 1. Januar. Das Kindergeld wird erhöht. Die Energiepauschale soll jetzt auch Rentnerinnen und Rentnern und Studierenden und Studierenden zugutekommen. Das war doch ein Punkt aus den ersten Entlastungspaketen. Da haben wir doch was gelernt. Wir Abgeordnete brauchen möglicherweise die 300 € Energiegeld nicht. Andere haben sie nötiger. Aber wir haben es erkannt in Berlin. Wir haben gehandelt. Das ist der richtige Ansatz. Passgenaue Entlastungspakete für die Bürgerinnen und Bürger. Das ist verantwortungsvolle Politik. Wohngeldreform. Heizkostenzuschuss. Also wir haben doch was auf den Weg gebracht. Es wird aber möglicherweise nicht reichen. Und jetzt, Frau Kollegin Klaus, gehen wir in den politischen Diskurs. Was müssen wir und was sollen wir an der Stelle noch machen? Und dann reden wir mal, weil wir hier im Hessischen Landtag sind, über die Probleme, die wir auch in Hessen haben. Hessen spielt im Konzert der 16 Bundesländer mit. Und Herr Ministerpräsident Rhein, am 28.09. haben wir eine Ministerpräsidentenkonferenz. Einige Gesetze sind mitbestimmungspflichtig über den Bundesrat. Das ist normales parlamentarisches Verfahren. Da wird sich das ein oder andere verändern. Aber ich finde, die Grundausrichtung in Berlin stimmt. Und wir wissen nicht, wie lange dieser Kriegszustand noch andauert. Die Eskalation von Putin geht doch weiter. Heute die Teilmobilisierung Russlands angekündigt. Das sind doch keine Signale, die einem Freude machen können. Und deswegen müssen wir den Menschen Orientierung und Sicherheit geben. Das ist unsere Aufgabe als verantwortungsvolle Parlamentarier auf der Bundesebene, die für die Außen- und Sicherheitspolitik in erster Linie zuständig sind. Aber wir im Hessischen Landtag tragen Verantwortung für die über 6 Millionen Menschen in Hessen. Und auch da gibt es Herausforderungen. Und wir als SPD wollen sie lösen und angehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und der Bund, rund 100 Millionen in die Hand genommen. Ich teile das übrigens, Matthias Wagner, dass wir nicht alle Lasten tragen können. Das muss man wissen. Es wird auch zu Einschränkungen geben müssen.
Das kann dahin führen, dass Investitionen in die Zukunft verschoben werden, dass persönliche Einschränkungen notwendig sind, um unser Gemeinwesen aufrechtzuerhalten. Das gehört zur Ehrlichkeit auch dazu. Manches ist entbehrlich, das sage ich auch mal, da kann man leicht drüber weggehen. Aber wichtig, dass wir unser Sozial- und Wirtschaftssystem so am Leben erhalten, dass es für die Menschen funktioniert. Und ich bin sicher, wir haben ein Fundament dafür in Deutschland, was wir gemeinsam weiterentwickeln. Was kann ein Bundesland wie Hessen tun? Frau Kollegin Klaus, Sie haben eben den Aktionsplan Ukraine angesprochen. Ich sage das ausdrücklich für die Fraktion der SPD. Wir sind bereit, in solchen Krisensituationen, wenn Sie das denn wünschen, als Regierungsmehrheit auch mit Verantwortung zu übernehmen. Auch Verantwortung mit zu übernehmen. Ich will Ihnen das sagen. Wir haben das in 2015, 2016 bei den besonderen Herausforderungen der Flüchtlings- und Humanitätskrise bewiesen. Wir haben nichts zurückbekommen, aber da ging es um die Menschen, das war es uns an der Stelle wert. Wir haben das bei dem Corona-Sondervermögen am Anfang verwiesen. Sie haben dann parteipolitisch, sind Sie rechts abgebogen. Wir haben die Notbremse gezogen. Wir haben juristisch Ihnen klargemacht über den Staatsgerichtshof. Es geht so nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen sage ich ausdrücklich, in diesen besonderen Zeiten, so etwas haben wir in der Bundesrepublik in Deutschland seit 1945 noch nicht gehabt, gehört es sich auch, wenn man Angebote macht, zu entscheiden, geht man darauf ein. Weil wenn wir bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und Sie uns mit einbeziehen, heißt das, wir sind auch in der Pflicht. Und dazu sind wir gerne bereit, aus übergeordneten Interessen, nicht weil wir um jede Wählerstimme buhlen. Das überlassen wir den Rechts draußen. Ein Angebot, Sie entscheiden, ob Sie dieses Angebot annehmen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und weil Sie so ein bisschen über unseren Antrag so locker flockig hinweggegangen sind, wir fordern beispielsweise einen Notfallfonds. Gehen Sie nach Niedersachsen, SPD und CDU gemeinsam regieren, machen das. Gehen Sie nach Schleswig-Holstein, Jamaika. Andere Bundesländer machen das. Ich empfehle Ihnen den Vorschlag der Liga, die sagen, wir brauchen einen Notfallfonds für diejenigen, die besonders gefordert sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich will Ihnen mal am Beispiel der Tafel deutlich machen, wie die Problematik ist. Wir haben ja mittlerweile über 130.000 Menschen, die von den Mitgliedern der Tafel betreut sind, aber fast 60% haben einen Aufnahmestopp. Dass wir Tafeln überhaupt brauchen, halte ich ohnehin schon für einen Skandal in dieser Gesellschaft. Aber jetzt wird es noch einmal deutlich, was das heißt. Es geht darum, bei der Energieversorgung den Menschen zu helfen. Es geht darum, Verbraucherangebote weiter aufrechtzuerhalten. Wenn Menschen sagen, ich kann meine Gas-, meine Stromrechnung nicht mehr bezahlen, was mache ich nun? Also ich finde, einen Notfallfonds kann man auflegen als Landesebene. Das ist eine Ergänzung zu bundespolitischen Maßnahmen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Als Bundesland auch Förderprogramme für Strom- und Wärmespeicher auflegen. Und ich sage, ein Weg zur autonomen Selbstständigkeit und zur Abkehr von Gas und Strom ist konsequenter Ausbau erneuerbarer Energien. Ja, und dann darf ich eben nicht vor Ort jedes Windrad bekämpfen mit einem Eifer, der gelegentlich ja hirnrissig ist. Jetzt können Sie sagen, ja, es gibt auch den einen oder anderen SPD-Vertreter vor Ort. Das ist so, macht es aber im Ergebnis nicht besser. Aber es wäre ein Signal, wenn der hessische Innenminister seinen Widerstand gegen Windräder auf den Taunushöhen mal aufgeben würde. Wäre schon mal ein Anfang und wäre ein Signal, wir haben verstanden, aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und in einem weiteren Antrag haben wir die Thematik der Sportvereine diskutiert und aufgelegt. Und die neue Präsidentin des Landessportfondes, Frau Kuhlmann, die auch viele von uns kennen, hat das noch einmal deutlich gemacht. Hier geht es uns nicht um Eintracht Frankfurt und die Millionäre, damit das auch einmal an der Stelle klar ist, sondern es geht uns um die vielen kleinen Amateursportvereine, die dann nicht mehr wissen, kann ich mein Sporthaus noch beheizen, was kommt auf uns zu, und da, weil das auf der Bundesebene auch nicht so sehr im Fokus steht. Und deswegen finde ich, lohnt es sich, über auch ein Notfallprogramm gerade für Sportvereine zu reden, oder es gilt für den Kulturbereich. Ich war letzte Woche mit Kollegen Eckert bei den Schaustellern auf der Dippemess. Da gibt es Betriebe, die sind sehr, sehr energieintensiv. Auch da ist die Frage, wie können wir die unterstützen, weil das auch ein wichtiger Beitrag zum kulturellen Leben ist. Und die haben in den letzten 2,5 Jahren durch Corona ohnehin schon gelitten. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt Aufgaben, die wir gemeinsam in Hessen angehen können. Ich halte die auch von den Summen her darstellbar. Und deswegen reicht es auch nicht, einen Gasgipfel einzuberufen.
gewesen. Das Gespräch in Alzenau zwischen Herrn Schröder und Herrn Rhein war ja ganz nett, aber es war irgendwie, der Schröder hat ja Angst nächstes Jahr zur Landtagswahl, also das bringt uns nicht voran. Und den Sozialgipfel haben Sie angekündigt. Nein, machen Sie konkrete Maßnahmen, binden Sie uns als demokratische Opposition mit ein, dann sind wir bereit, Verantwortung zu nehmen und dann ist es gut für die Menschen in diesem Land und dann brauchen wir keine kleinlichen parteipolitischen Auseinandersetzungen. Unser Angebot steht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, riesengroße Herausforderungen, aber dieses Land wird stabil regiert. Und wir haben unterschiedliche Auffassungen an der einen oder anderen Frage, aber es gibt einen Grundkonsens. Menschen brauchen Orientierung. Und das muss uns die Demokratie wert sein, sie gegen die Feinde der Demokratie wahrhaft und auf dauerhaft stabil zu machen. Unser Angebot als Opposition steht. Der Lackmustest wird kommen, ob Sie das in Anspruch nehmen oder nicht. Es ist letztlich Ihre Entscheidung. Aber wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, Menschen Orientierung zu geben, weil es geht um die Sache, es geht um die Menschen und nicht um Parteipolitik. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Günter Rudolph. Jetzt hat das Wort der Kollege Jan Schalauske, Fraktion Die Linke. Bitte sehr. Jan. Herr Präsident, meine Damen und Herren, in diesen Tagen fragen sich hierzulande viele Menschen, ob sie zukünftig den Kühlschrank noch füllen oder die Heizung noch andrehen können. Briefe der Energieversorger treffen ein, in denen der monatliche Abschlag um mindestens dreistellige Beträge erhöht wird. Menschen erleben, dass sie für das gleiche Geld heute den Einkaufswagen nur noch halb so voll machen können wie vor ein paar Monaten. Wegen den gewaltigen Preissteigerungen bei Lebensmitteln, bei Energie bangen Millionen Menschen mit geringem Einkommen, aber auch mit durchschnittlichem Einkommen um ihre Existenz. Und diese Sorgen und Ängste, die müssen wir ernst nehmen, die dürfen wir nicht relativieren, und wir müssen kommende soziale Verwerfungen verhindern. Und jetzt ist hier von verschiedenen Fraktionen viel auch von Verantwortung gesprochen. Aber da möchte ich Sie fragen, welche Signale senden denn auch Regierungsvertreter in diesen Tagen? Ist es verantwortlich, den Menschen im Land den Einsatz von Duschsparköpfen, von dicken Pullovern, von warmen Waschlappen zu empfehlen oder gar auf das Wetter zu hoffen? Ich sage Ihnen, was bei mir ankommt. In den Ohren vieler Menschen, die am Ende des Geldes noch viel zu viel Monat übrig haben, klingen solche Empfehlungen wie ein großer Hohn, und sie befördern Politiker- und Parteienverdrossenheit. Und dann reden wir doch über die konkreten Lösungen, was angemahnt wurde. Die Entlastungspakete der Ampelregierung in Berlin, die sind doch eher ein Päckchen mit enormer sozialer Unwucht. Sogar das DIW hat Ihnen ausgerechnet, dass vor allem die Spitzenverdiener profitieren, während geringe Einkommen kaum entlastet werden. Und wenn die Zahlen doch stimmen, dann fallen die Entlastungspakete geringer aus als das Sondervermögen von 100 Milliarden € für die Bundeswehr. In Berlin wird bei der Abfederung von sozialen Härten gekleckert statt geklotzt. Dabei wäre es jetzt an der Zeit, endlich zu klotzen und richtig viel Geld in die Hand zu nehmen. Und es ist ja gut, dass die Ungerechtigkeit von vergangenen Paketen beseitigt wurde. Es ist richtig, dass auch Studierende und Rentner das Energiegeld bekommen. Aber Einmalzahlungen reichen doch nicht bei dauerhaften Preisanstiegen. Dauerhafte Kosten brauchen auch dauerhafte Hilfen. Und das Kindergeld, das wird jetzt um 18 € erhöht. Dabei, weil wir in diesen Tagen den Schulanfang sehen,
lässt sich von einem solchen Betrag auch über mehrere Monate bei den heutigen Preisen nicht einmal eine Schulausstattung finanzieren. Und deswegen ist es nach wie vor so wichtig, eine Kindergrundsicherung zu bekommen und eine Grundsicherung, die tatsächlich existenzsichernd ist, deswegen mindestens um 200 Euro erhöht werden muss, Hartz IV in Bürgergeld umzubenennen. Das klingt ja dann zwar schöner, ändert aber nichts an den existenziellen Problemen. Das muss verändert werden. Und statt der Armut im Land den Kampf anzusagen, wälzt dann die Bundesregierung die Kosten der Krise auch noch ab in Form der Gasumlage auf die Bevölkerung, während Profite von profitablen Energiekonzernen abgesichert werden. Die Gesetze werden dann auch noch von den Konzernen selbst geschrieben. Jetzt scheint ja die Gasumlage auf der Kippe zu stehen. Ich glaube, es wäre gut, wenn dieses Vorhaben zulasten breiter Teile der Bevölkerung endlich beerdigt wird. Der notwendige Gaspreisdeckel wird auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben, und man hat den Eindruck, es läuft wie immer in der Krise. Gewinne werden privatisiert, Verluste sozialisiert, und diese Logik lehnen wir entschieden ab. Dabei wären, und da sind wir beim Thema Lösungen, Kollege Wagner, viele Maßnahmen zur Abfederung der Krise ja finanzierbar. Wenn wir z.B. wie andere europäische Länder, Italien, Spanien, Griechenland, Großbritannien, endlich auch eine Übergewinnsteuer hätten. Leider hat das hessische Schwarz-Grün ja eine entsprechende Bundesratsinitiative abgelehnt. Sie scheinen lieber die Krisengewinnler da zu schonen. Dabei könnte man mit dem Geld vieles machen, die Energieversorgung in öffentlicher Hand überführen, Millionen Menschen entlasten und endlich in erneuerbare Energien investieren. Denn hätten wir unsere Hausaufgaben in den letzten Jahren auch beim Ausbau der Erneuerbaren gemacht, dann müssten wir in der Krise auch nicht die Abhängigkeit von fossilen Energien von der einen Autokratie durch die andere Autokratie ersetzen. Da ist der Ausbau von erneuerbaren Energien doch die bessere Lösung. Und ja, richtig, wir sind ja hier im Hessischen Landtag. Deswegen, was macht die Landesregierung? Bisher im Kampf gegen Armut und soziale Schieflage, Schwarz-Grün, bleibt ein Totalausfall. Da hält der Ministerpräsident einen Gasgipfel ab, der keine Folgen hat. Teilnehmende berichten davon, war eher ein Kaffeekränzchen. Und dann, Herr Ministerpräsident Rhein, wenn Sie schon einen solchen Gipfel organisieren, dann wäre es doch das Mindeste gewesen, in Hessen dafür zu sorgen, dass es einen Verzicht auf Strom- und Gassperren bei der Energieversorgung gibt. Kein Mensch darf ohne Strom, Warm, Wasser und Heizung leben, nur weil er seine Rechnung nicht mehr zahlen kann. Das wäre doch mein Ergebnis des Gasgipfels gewesen. Und jetzt haben wir mit Interesse zur Kenntnis genommen, es gibt einen runden Tisch mit den Sozialverbänden. Einen Tag, nachdem wir das gefordert haben, haben Sie das öffentlich verkündet. Wurde auch höchste Zeit. Links wirkt, könnte man sagen. Aber ich verlange von der Regierung, dass auch nicht das ein folgenloses Treffen bleiben sein darf, gut unter dem Motto, gut, dass wir mal darüber geredet haben, sondern es braucht konkrete Ergebnisse, um die soziale Lage der Menschen in Hessen zu verbessern. Und wir haben dafür Vorschläge gemacht. Wieder das Thema Lösungen, Kollege Wagner. Landesaktionsplan zur Sicherung sozialer Teilhabe, der sich dann auch deutlich im Landeshaushalt niederschlägt. Ein Härtefallfonds, wie Gewerkschaften und Sozialverbände fordern, für private Haushalte. Und eine Verlängerung des 9-Euro-Tickets auf Landesebene. Und mit Maß und Mitte, Kollege Wagner, wird diese Krise nicht zu bewältigen sein. Die beste Antwort auf die wachsende soziale Kälte im Land ist ein heißer Herbst. Und deswegen beteiligt sich DIE LINKE an Protesten im Schulterschluss mit Gewerkschaften und Sozialverbänden für Solidarität und Gerechtigkeit. Und entscheidend ist dabei nicht der Wochentag, sondern dass Menschen für Solidarität und Gerechtigkeit auf die Straße gehen. Und für uns ist dabei auch völlig klar, nationalistische, rassistische Losungen, die werden auf den Kundgebungen, an denen wir uns beteiligen, nicht geduldet. Und ich weiß nicht, was der Ministerpräsident unter Kuscheln versteht. Und ich will es eigentlich auch gar nicht wissen. Was ich aber weiß, dass mit Blick auf die soziale Not im Land mit Hufeisentheorien das Wort zu reden, sollten Sie sich besser um die soziale Kälte im Land kümmern, meine Damen und Herren. Das wäre doch eine Aufgabe für einen Ministerpräsidenten. Und ja, da bevor Sie sich alle noch immer weiter aufregen, natürlich darf man bei all dem nicht vergessen, dass die Preisexplosionen durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verursacht worden sind und dass dieser Krieg ein Verbrechen ist,
den auch wir verurteilen. Tod, Leid, Zerstörung, die Folgen des Krieges sind schrecklich, vor allem für die Menschen in der Ukraine, für die gesamte Region. Und unsere Solidarität gilt allen Menschen, die unter diesem Krieg leiden, egal auf welcher Seite. Millionen Menschen sind durch den Krieg auf die Flucht getrieben. Und es ist gut, dass den Menschen aus der Ukraine so außerordentlich geholfen wird in Hessen. Wir finden aber, das sollte für alle Menschen gelten, die vor Krieg und vor Gewalt fliehen. Und im Übrigen auch, und das sage ich mit Blick auf die russische Mobilmachung, für Kriegsdienstverweigerer. Wann wird Kriegsdienstverweigerung endlich als ein Grund anerkannt, um auch hier Schutz und Geborgenheit zu finden? Dafür ist es alles allerhöchste Zeit. Zur Wahrheit, meine Damen und Herren, gehört aber auch, die Sanktionen des Westens scheinen nicht zu einer schnellen Beendigung des Krieges beizutragen. Im Gegenteil, Russland verkauft seine Ressourcen gewinnbringender an andere Teile der Welt, und die Fähigkeit, diesen Krieg zu führen, scheint nicht beeinträchtigt, und Auswirkungen auf den militärisch-industriellen Komplex sind nicht zu beobachten. Wenn Sanktionen, deswegen hören Sie mir gut zu, wenn Sanktionen eine Wirkung haben sollen, dann müssen sie ausschließlich auf die Beendigung des Krieges ausgerichtet sein und die Profiteure dieses Krieges treffen, die Machthabenden, die Rüstungsindustrie und eben nicht breite Teile der Bevölkerung, weder in Russland noch in Europa noch im globalen Süden. Und wir müssen doch feststellen, dass die Kriegsmaschinerie unbeeindruckt weiterrollt, europäische Sanktionen da nicht helfen und im globalen Süden es immense Versorgungslücken gibt. Und auch deswegen bleiben wir dabei. Es muss alles, so schwierig es auch ausschaut, es muss alles unternommen werden, um diesen Krieg auf diplomatischem Wege zu beenden. Kriege werden mit Waffen geführt, aber mit Verhandlungen, meine Damen und Herren, werden sie beendet. Statt mit immer größeren Waffenlieferungen diesen Krieg zu verlängern, braucht es mehr diplomatische Initiativen für Waffenstillstand und für einen Eintritt in Friedensverhandlungen. Meine Damen und Herren, als Linke lehnen wir Krieg. Als Linke lehnen wir Krieg als Mittel der Politik ab, unabhängig von wem sie ausgehen. Wir verurteilen heute den Krieg in der Ukraine. Wir haben in der Vergangenheit die Kriege in Irak, in Afghanistan und auch in Jugoslawien verurteilt. Und wir kritisieren auch, wenn der Aggressor Aliyev heißt und Gas nach Europa liefert. Vielen Dank. Eine kurze Intervention, Kollege Grumbach. Schalauske, ich finde, wir sollten die Welt mal sauber sortieren. Es gibt einen Unterschied zwischen Kriegsführung und dem Versuch, einen rechtlichen Rahmen zu schaffen, in dem Staaten Sanktionen gegen Brecher von Frieden verhängen. Das ist nicht das Gleiche. Ich habe viele Probleme, die Sie auch haben, aber wir haben sozusagen, wir sollten die Begriffe nicht durcheinander schmeißen. Sie ordnen Sanktionen ein in eine andere Form der Kriegsführung. Sie sind aber Bestandteil einer Friedensordnung, in dem die Nationen, die Frieden wollen, gemeinsam mit nichtmilitärischen Mitteln versuchen, ihn zu erreichen. Und das darf man nicht durcheinander schmeißen. Vielen Dank. Antwortet Kollege Schalauske. Kollege Grumbach, ich fühle mich durch Ihre Zwischenbemerkungen eher in meinen Ausführungen bestätigt. Wir bleiben dabei. Sanktionen müssen geeignet sein, um den Krieg zu beenden. Sie müssen die Verantwortlichen von dem Krieg treffen, das heißt die Machthabenden, den militärischen industriellen Komplex, und sie müssen dazu beitragen, eben den Krieg zu beenden. Stattdessen erleben wir, dass die Fähigkeit Russlands, den Krieg zu führen, nicht
zu beeinträchtigen zu sein scheint. Wir erleben wirtschaftliche Auswirkungen für breite Teile der Bevölkerung in Russland, im globalen Süden und auch in Europa. Und deswegen muss man über diese Form der Sanktionen diskutieren und muss darüber reden, was kann man tun, um diesen schrecklichen Krieg zu beenden. Und unsere Priorität wäre dabei, alles in der Macht Stehende zu tun, um Friedenslösungen voranzubringen, um Verhandlungslösungen voranzubringen. Die italienische Regierung hat einen Friedensplan vorgelegt. Und ich glaube, die deutsche Regierung sollte sich dafür stärker einsetzen. Kriegsverbrecher.